GTA Online ist kostenlos, ein geschenktes Auto, weitere Geschenke und 4 Millionen Dollar in GTA 5 Online. Darum geht es hier in diesem Video. Damit moin Leute, Venom ist wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video auf meinem Kanal. Falls du neu bist, gerne kurz am Anfang ein Abo da lassen, die Glocke auf jeden Fall anmachen. Wenn du Bock hast, schon mal ganz kurz gerne einen Daumen nach oben geben für den Algorithmus. Und in dem Sinne würde ich sagen, können wir direkt anfangen mit dem Informationsvideo. Heute ist der 9. März, das heißt jetzt genau in 6 Tagen ist es soweit, GTA 5 Remastered können wir endlich zocken, aber du kannst dir bereits jetzt schon runterladen und zwar kostenlos. Allerdings nur GTA 5 online auf der neuen Konsole und nicht die Story, also online kostenlos, das andere leider nicht kostenlos. Zudem gibt es einige Geschenke wie zum Beispiel kostenlose Fahrzeuge, Lackierungen und auch Geld, all dazu ja kommen wir gleich, aber erst will ich euch kurz zeigen oder eben erklären, wie ihr euch jetzt GTA 5 online kostenlos runterladen könnt. Das Ganze ist etwas kompliziert, denn im PlayStation Store findet man es noch nicht, zumindest war das gestern so, deswegen würde ich sagen, guckt mal kurz zu, ihr geht auf Home, dann geht ihr hier links zum Store, drückt aber nicht drauf, sondern geht einfach mit der Pfeiltaste nach unten und zwar so weit, bis ihr bei den Vorbestellungen seid und hier werden wir jetzt gleich GTA Online finden, da ist es kostenlos, ich habe es bereits gekauft, da könnte ich aber GTA Online jetzt kostenlos, jetzt, also heute schon und auch schon gestern ging es, runterladen. Logischerweise kann jeder von euch, und das wird wahrscheinlich die meisten von uns betreffen, seinen aktuellen Charakter, also Spielstand in GTA Online mit rübernehmen. Das geht erst, wenn das Spiel sozusagen dann veröffentlicht ist, also am 15. März. Und diese Spieler, die genau ihren alten GTA Online Account auf die neue Konsole mit rübernehmen, die bekommen Geschenke. Und zwar folgende. Roxy Games hat nämlich gestern einen Newswire-Artikel dazu veröffentlicht und folgendes geschrieben: An alle, die ihre Reise auf der neuen Konsolengeneration fortsetzen wollen, erhalten einen Karin S95, der von den Experten von House Special Works komplett getuned wurde, sowie einen HSW-Rennanzug und eine Reihe neuer Chameleon-Lackierungen, die für alle Fahrzeuge verwendet werden kann. Den Wagen, also den Karin S95, den könnt ihr gerade links oben eingeblendet sehen. Also jeder von euch, der sein GTA Online-Charakter von der alten Konsole auf die neue übertragen wird, der wird dieses Fahrzeug kostenlos bekommen sozusagen. Und das Besondere ist, das Ganze ist halt schon komplett von diesem neuen Workshop getuned. Zudem dann eben noch diesen einen Anzug und ein paar Chameleon-Lackierungen. Also ich denke mal, die Geschenke werden sowieso die meisten von uns bekommen, weil ja jeder wahrscheinlich seinen Account mit rübernehmen will. Ich kann mir nur ja schlecht vorstellen, dass es irgendjemand geben wird, der von neu anfangen will. Aber selbst wenn du jetzt sagst, yo, ich will GTA Online auf der neuen Konsole komplett neu von Null anfangen, dann wirst du auch was bekommen, denn es gibt jetzt was Neues, und zwar den sogenannten Career Builder. Und das ist folgendes. Der Career Builder soll neuen Spielern oder allen, die ihren Charakter zurücksetzen und einen Neuanfang wagen wollen, einen hilfreichen kleinen Vorsprung in der kriminellen Welt des südlichen San Andreas verschaffen. Dank des Career Builders startet ihr GTA Online mit einer Unternehmensimmobilie, einem Fahrzeug und einer Waffe und ihr habt noch etwas Spielraum für hilfreiche Verbesserungen sowie ein paar GTA-Dollar für den Anfang. Wählt eine dieser beliebigen Karrieren in GTA Online, Führungskraft, Waffenschmuggler, Nachtclubbesitzer oder Biker. Anschließend erhaltet ihr Geldmittel in einer Höhe von 4 Millionen GTA-Dollar. Falls ihr also noch gar kein GTA Online besitzt, also jetzt erst anfangt oder eben von neu anfangen wollt, dann bekommt ihr sozusagen diesen Vorteil plus 4 Millionen GTA-Dollar einfach so geschenkt. Aber wie gesagt, nur dann, wenn ihr euch zurücksetzen lasst oder eben komplett von neu anfangt. Jeder, der seinen Charakter übernimmt, der wird nur diese Geschenke von gerade eben bekommen und nicht diese 4 Millionen Dollar. Ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Sache, denn jeder, der jetzt halt neu anfangen will, der wird somit einen kleinen Vorsprung haben. Es ist halt einfach so, dass GTA Online seit, keine Ahnung, 8 Jahren oder so draußen ist. Jeder, der von Null anfängt, der wird ziemlich große Schwierigkeiten haben, weil die meisten Spieler halt gefühlt schon alles besitzen, Millionen von GTA-Dollar haben. Und somit ist so ein kleiner Startschuss für die echt was Gutes. Das waren die kurzen Infos zu GTA 5 Remastered. Ich würde sagen, runterladen, das Ganze abchecken. Wenn es dir gefallen hat, ganz kurz einen Like da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Kanal auf jeden Fall abonnieren, dass du keine weiteren Informationen mehr dazu verpasst. Wenn du Bock hast, mach die Glocke an. Dann kriegst du nämlich immer eine Nachricht. Instagram, links oben gerne abchecken, dort ein Abo da lassen. Ich bin raus. Dir einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.